Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Jana Svilusch. Hallo Jana, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia, schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Ich bin Jana Svilusch, also das ist mein Pseudonym, unter dem ich schreibe. Und ich schreibe sowohl Poesie als auch Romane und Kurzgeschichten. Genau, und heute Premiere bin ich mal mit der Poesie hier und schon ganz gespannt. Ich bin auch mega gespannt. Und weil ich so gespannt bin, und du auch, musst du uns jetzt mal verraten, was du so Schönes mitgebracht hast. Also ich habe mein Debüt mitgebracht. Das ist tatsächlich ein Doppelgedichtband. Habe ich zusammengefasst, damit Lesende das finden können, dass dieses Buch auch zusammengehört, also die zwei Bücher zusammengehören wie eins. Unter der Herztinten-Geschrieben-Reihe. Und die sind im April letzten Jahres rausgekommen. Wie gesagt, mein Debüt war das. Und ja, sie haben auch auf dem Buchrücken ein halbes Herz, jeweils, damit man sie zusammen als ganzes Herz ins Regal stellen kann. Und ja, irgendwie, sie liegen mir schon sehr am Herzen, also so zusammengehörig, genau. Hast du den Buchtitel gerade schon erwähnt? Ach so, ja, siehst du, nein, ich habe nur den Reihentitel erwähnt, nein, diese zwei Bücher, also einmal, das eine heißt Herz überlebt Dark und das andere heißt Herz erlebt Love und genau, eigentlich hatte ich ursprünglich überlegt, ein Buch daraus zu machen, aber es waren einfach zu viele Texte, die ich gerne veröffentlichen wollte, dann wäre es einfach zu dick geworden und dann habe ich gesagt, okay, gut, wer hat schon mal einen Doppelband als Release rausgebracht, direkt am gleichen Tag? Also alles, was zusammengehört quasi, halt aus einem, nur zwei, in zwei Verpackungen gesteckt quasi, das den Inhalt. Und da hat mir auch die Möglichkeit gegeben, es ein bisschen thematisch zu trennen. Also für Menschen, die vielleicht nur den einen Teil interessiert oder halt nur der andere. Das hört sich gut an. Ich vermute mal, hättest du alles in ein Buch gepackt, wären das wahrscheinlich 500 oder 600 Seiten oder 700 Seiten gewesen? Ja, also es sind jetzt in jedem Buch 120 Gedichte und ich glaube, oh, ich weiß gerade gar nicht, wie viele Seiten so ein Buch hat. Also es waren dann 200 irgendwas Seiten, weil ja natürlich auch noch Kapitel, die Kapitel hatten dann halt noch Platz, also die Kapitelbezeichnungen und ja, so wie ein Buch halt aufgebaut ist. Danksagungen, so braucht ja auch Platz und hinten ist ein bisschen Werbung drin auch für Insta-Poeten tatsächlich, das war mir sehr wichtig. Und auch in jedem Buch dann noch ein anderes. Also wenn man schon viel Platz hat, dann nutze ich das gerne auch, um vielen Leuten noch eine Bühne zu geben. Oh, genau. Das ist schön. Das ist richtig nett von dir. Aber jetzt bin ich natürlich neugierig. Mit was fängst du jetzt an? Mit welchem Buch? Also ich fange jetzt mit dem Dark Band an. Der ist auch laut dem Buchhandel quasi der erste Band, deshalb, weil wenn man die nebeneinander ins Regal stellt, ist das halt die linke Seite des Herzes. Und ich habe mir noch eine andere Kleinigkeit dabei gedacht, wenn die jetzt nebeneinander stehen, dann ist nicht nur das Herz, das ein Ganzes bildet, sondern das Dark und Love gibt nebeneinander auch ein Wort quasi. Weil es ist ja dann Dark Love, das gehört ja so ein bisschen beides ins Leben. Und das fand ich dann sehr, sehr treffend einfach, auch für die Gedichte, die drin sind jeweils. Ja, dann fang doch am besten gleich mal an. Also ich würde gerne mit dem Klappentext tatsächlich anfangen, weil allein die beiden Klappentexte zeigen auch, dass die einfach zusammengehören, diese zwei Bücher. Und ich fange jetzt an mit Herz überlebt Dark, also Band 1. Und der Klappentext davon ist, wo Schatten ist, ist auch Licht. Bewerte einen Menschen nie nach seinem Äußeren. Es gibt viele Stürme, die nur in der Seele toben. Traust du dich, die Augen zu öffnen? Für meine? Und ich habe mir jetzt gedacht, da die Kapitel, also es sind so ein bisschen, das Buch führt so ein bisschen durch einen Verlauf durch, also es erzählt so wie eine ganz kleine Geschichte quasi, so eine Entwicklung quasi, die auch immer wieder passiert im Leben, habe ich das Gefühl zumindest. Und ich würde jetzt einfach tatsächlich immer die Kapitelanfänge lesen und dann halt ein, zwei Gedichte daraus und so einmal durch das Buch führen gerne, damit man so einen Eindruck bekommt davon. Und bei manchen Gedichten würde ich es tatsächlich so machen, dass ich den Titel zum Schluss nenne, weil sie dann nochmal
so ein bisschen eine andere, dann kann man erstmal zuhören und sich selbst reinfühlen und dann vielleicht die andere Bedeutung so am Schluss nochmal aufnehmen. So, Kapitel 1. Ich, wer bin ich? Ein Name, ein Anagramm, unterwegs auf den Stromschnellen des Lebens, die mich durchschütteln, durcheinander bringen und mir immer wieder die Möglichkeit geben, mich neu zu erfinden. Rettungsboot. Ich diene euch als Rettungsboot, doch leide selbst auch größte Not und sammle meine letzte Kraft, dass ihr es heil ans Ufer schafft. Die nächste Welle bahnt sich an, vor der ich mich nicht retten kann. Sie reißt mich fort aufs offene Meer. Hier treibe ich nun, allein und leer. Alles ich. Denn ja, ich darf. Die sein, die steht, die sein, die fällt, die sein, die geht und die anhält. Ich darf ich sein, wie ich bin. Mal groß, mal klein, mal dick, mal dünn. Mal voller Kraft, mal voller Mut. Völlig geschafft und voller Wut. Mal voller Liebe oder Hass. Mal getrieben, leichenblass. Mal lebensfroh, mal aufgewühlt. Ein bisschen Loco, der Trostpreis gefühlt. Und auch mal kein Hauptgewinn. Weil ich genau das alles bin. So, Kapitel 2 heißt Selbstzweifel. Manchmal verliere ich mich in dem Bild, das die Gesellschaft mir aufzwingt. Oder das ich selbst gern von mir hätte. Bis ich in den Spiegel schaue, durch meine Augen, in meine Seele, die dunkel ist und hell. Qualen mit sich trägt in einer Stärke, einzigartig und wunderschön. So, da kommt jetzt ein Gedicht, bei dem ich gerne den Titel ans Ende stellen würde. Also ich lese es jetzt erstmal vor. Und da möchte ich noch eine Kleinigkeit dazu sagen. Das ist nämlich ein Gedicht, das gibt es tatsächlich auch vertont, also professionell vertont, mit Musik in dem Buch drin. Also per QR-Code einscannbar. Das ist so eine kleine, ja, so eine kleine Raffinesse, die beide Bücher haben. Können wir nachher nochmal drauf zurückkommen. Aber jetzt erstmal das Gedicht und den Titel dann am Ende. Da bist du ja, mein alter Freund, und forderst mich zum Tanz. Vereinnahmst all meine Gedanken, nimmst meiner Welt den Glanz. Du zwingst mich in die Maskerade, dass niemand uns zusammen sieht. Erhebst das Glas, berauschst die Sinne. Hörst du? Sie spielen unser Lied. So tief vertraut, so süß die Pein, könnte ich mich ganz in dir verlieren. Die letzten Zweifel weggespült, nimm meine Hand, ich lass mich führen. Die Zeit steht still, alles erfriert, nur wir drehen uns im Kreis. Du forderst stumm, doch ich versteh's, servier mein Herz auf Eis. Das war das Gedicht Selbsthass. Das nächste Gedicht trägt den Titel Wertlos mit Fragezeichen am Ende. Ich weiß immer nicht so gut, ob ich die Fragen so gut ausspreche. Ich hoffe, der Inhalt der Gedichte kommt trotzdem gut rüber. Ich weine und ich schreie stumm. Ich hasse mich. Warum? Warum? Meinen Wert an dich geknüpft, sinkt der jetzt mit jedem Schritt, den wir uns stetig mehr entfernen. Ich sinke mit und tauche ab in eine dunkle, kalte Welt. Ein Neubeginn oder mein Grab. Vielleicht sind Masken das, was zählt. Vielleicht liegt es auch nur an mir, den Blick zu wenden. Doch worauf? Dass ich noch immer schwimmen kann? Selbst tief im Schlamm statt oben auf? Vielleicht verstehe ich es irgendwann. Zu spät. Kapitel 3 trägt den Titel Depressiv. Da geht es jetzt auch viel um Depressionen in dem Kapitel. Genau. Und deswegen ist auch der Text, der das Kapitel einleitet, manchmal habe ich unendlich viel Zeit und absolut keine Lust, sie zu füllen. Meine Kartenwelt. Ich spüre dich in meinem Rücken, lass mich fallen, denn ich weiß, am Ende bin ich chancenlos, es endet immer gleich. Deine Arme, eng umschlungen, halten mich hier fest. Kein Schritt nach vorn, keiner zurück, bis du mich wieder lässt. Wo einst die Wärme meiner Haut nicht bis in die Tiefen drang, schickst du nun Eiseskälte eben diese Bahnen lang. Du nimmst mir meine Maske und siehst mir ins Gesicht. Dann holst du einen Spiegel, der laut vor mir zerbricht.
Die Scherben auf dem Boden spiegeln meine Welt. Er baut auf dünnen Karten. Ein Windstoß und sie fällt. Scheinlächelnd. Das Licht ist weg. Die Zeit bleibt stehen. Ein Schatten fängt mich ein. Mir fehlt die Kraft zum Weitergehen. Ein Lächeln für den lieben Schein. Das nächste Kapitel trägt den Titel Schmerz. Und für das Kapitel ist auch, also es sind auch Triggerwarnungen im Buch drin. Und ich habe jetzt für den Podcast tatsächlich darauf geachtet, dass ich keinen Text raussuche, der eine Triggerwarnung braucht. Ich möchte es nur der Vollständigkeit ergänzen. In dem Kapitel wird auch selbstverletzendes Verhalten quasi thematisiert. Es steht, wie gesagt, vorne in der Triggerliste drin. Das kann dann auch von allen, die das nicht lesen wollen, überblättert werden. Und ich habe bewusst jetzt keinen solchen Text rausgesucht. Das erklärt nur vielleicht auch die Titelüberschrift, also den Kapitelüberschrift, die heißt: Manchmal ist der Schmerz so groß, dass die Seele so lange schreit, bis der Körper blutet. Bloße Worte. Und deine Worte bohrten sich in mein Fleisch. Schmerzhafter als irgendein Dolch. Sie brannten es aus, dass ein Loch entstand. Ein schwarzes Loch. Mein Lachen verschlingend, sich auszubreiten in Traurigkeit. Besitz ergreifen von meinem Kopf, von meinem Körper. Besitz ergreifen von meinem Herz. Gescheitert. Ich sehe in den Spiegel, doch ich sehe nicht mich. Ich blick einer Fremden direkt ins Gesicht. Ihre Augen verlieren den Glanz, haben es immer gewusst. Die Miene wird finster, sie fasst den Entschluss. Und ehe ich begreife, bewegt sich die Hand. Ich spüre das Blut, als ich es endlich verstand. Mir fehlt der Atem, ich spüre den Schmerz. Die Fremde im Spiegel, in ihrer Hand liegt mein Herz. Das war tatsächlich jetzt auch das, also wie gesagt, die Gedichte, ich habe extra versucht, ein paar leichte noch aus dem Kapitel rauszusuchen. Das war jetzt tatsächlich auch das, ich nenne es jetzt mal dunkelste Kapitel in diesem Buch. Ich habe nämlich versucht, so ein bisschen einen Verlauf in das Buch auch einzubringen. Und jetzt kommt mal der Schwenk raus aus dem Ich in das nächste Kapitel, das Gesellschaftsmasken heißt. Und da ist die Überschrift, also der Titeltext. Wie oft stecken wir Menschen in Schubladen, ohne sie wirklich zu kennen? Und wie oft kuscheln wir uns selbst in eine, statt über den Tellerrand zu blicken und über uns hinauszuwachsen? Oder geben gar vor, etwas zu sein, das wir gar nicht sind? Und da ist wieder ein Gedicht, bei dem ich gerne den Titel am Ende lesen würde. Ja, das hatten wir jetzt schon mal, das machen wir nochmal. Solange du nach Bestätigung für deinen Schmerz suchst, wird sie dich finden, selbst dort, wo eigentlich keine zu finden ist. Und dieser kurze kleine Text heißt Misstrauen. Der nächste Text hat den Titel Vorurteile, wobei das Vor dabei in Klammern steht. Das ist so eine kleine Raffinesse, die immer mal wieder in den Büchern auftaucht, also in beiden, in dem hier auch, dass ich gerne mal einzelne Silben einklammer, weil es die Bedeutung des Wortes ändert. Und ich finde es halt sehr spannend, wie schnell man von Vorurteilen bei Urteilen ist. Genau, und darum geht's auch in dem Text. Euer Blick gleitet an mir herab und ich sehe das Urteil, bevor es fällt. Ich hatte nie eine Chance gehabt. Nicht eine Frage habt ihr gestellt. Gefangen in diesem einen Moment zeichnet ihr schnell ein Bild von mir. Doch bleibe ich euch dabei fremd, weil ihr mich mit jedem neuen Strich verliert. Weil ihr nicht Teil meines Lebens seid, sondern nur einen Teil meines Lebens seht. Ihr glaubt, euch genügt diese kurze Zeit, damit meine Beschreibung steht. Bruchstückhaft ganz und bald populär. Und die Ironie an der Geschichte sagt all das über euch viel mehr als irgendetwas über mich. Das vorletzte Kapitel trägt den Titel Facettenreich. Wenn wir uns die Fähigkeit erhalten, den Blickwinkel zu ändern, durch andere Augen zu sehen, haben wir die Chance, die Welt in all ihren Facetten kennenzulernen. Idealist. Ein Atemzug, ein Schlag, ein Schmerz. Unerfüllte Sehnsucht. Zerplatzte Träume und ein zerrissenes Herz. Wenn die Realität zu Schmerz verkommt und alle Ideale sprengt, zerreißt du dich oder zerbricht sie dich? Denn am Ende steht nur noch, das ist.
So, und zum Schluss des Kapitels, das war mir sehr wichtig, das letzte Kapitel heißt nämlich Lichtblick. Mir war es sehr wichtig, dass die Kapitel, also dass die Bücher alle beide mit so einem Lichtblick, mit einem schönen Gefühl enden. Also dass wie so ein, ich sag jetzt mal, übertrieben dargestellt Spannungsbogen hat, dass man dann nicht so gefangen ist in den Texten, sondern auch wieder rauskommt. Genau. Wenn wir innerlich strahlen, können wir selbst ein Hoffnungsschimmer sein, wenn die Welt um uns herum dunkler wird, weil wir wissen, dass in unserem tiefsten Inneren irgendwo ein Licht leuchtet. Davon habe ich jetzt nochmal zwei Texte mitgebracht, weil mir das so wichtig ist. Der erste heißt, wieso denn nicht? Wieso denn nicht mal fühlen? Fühlen der Gefühle willen. Der Kopf bleibt aus, die Gedanken stille und ich höre nur auf mein Herz. Wieso denn nicht mal lieben? Lieben, nur der Liebe willen. Das Gefühl genießen, mit Herzrasen und rosa Brille, ohne dass es wen erreicht. Wieso denn nicht mal lachen? Lachen, nur der Freude wegen. Sich einfach völlig gehen lassen, bis Tränen fließen, vor Glück und nicht aus Schmerz. Wieso denn nicht mal ich sein? Ganz ohne Filter, ich allein. Die Masken fliegen in den Müll, denn ich bin gut, so wie ich bin. Ganz ohne Vergleich. Und der letzte Text aus diesem Buch trägt den Titel Sonnenwende. Zeit loszulassen, nach vorne zu schauen, dem Boden unter den Füßen wieder zu trauen. Zeit im Licht zu baden, die Wärme zu tanken und all den Schmerzen für eines zu danken. Du bist gewachsen über dich hinaus und von hier oben sieht die Welt gleich heller aus. So, das war jetzt mal ein kurzer Einblick in Herz überlebt Dark. Hörst du die Stille? Ja. Ja. So stelle ich mir das vor. Die Stille vor. Gut oder schlecht? Die ist super. So stelle ich mir das vor, wenn du irgendwo eine Lesung hältst. Erstmal Stille, wenn du fertig bist und danach wird geklatscht. War wirklich total schön und ich muss dir jetzt gleich noch eine Frage stellen. Du hast es ja vorhin angesprochen, dass ein Gedicht vertont wurde, auch mit Musik, und ist in deinem Buch auch per QR-Code zu finden. Jetzt bin ich neugierig, was du dazu erzählen hast, weil wie kam es dazu? Das war tatsächlich eine sehr spannende Geschichte. Das war so eine typische meiner Schnapsideen, die manchmal dann auftauchen, wenn ich schlafe, als meine besten, schlechtesten, verrücktesten Ideen, wie auch immer man es nennen mag, kommen morgens. Ich mache die Augen auf und habe eine Idee und denke mir, okay, könnte gut werden. Oder katastrophal, könnte gut werden. Und damals war das tatsächlich so, dass ich hatte mal einen alten Instagram-Account, also einen reinen Poesie-Account, den ich dann aus privaten Gründen geschlossen hatte. Und über den Account habe ich aber jemanden kennengelernt, der zu mir gesagt hat, er würde gerne mal ein Gedicht von mir vertonen. Das war damals eine Werbemaßnahme noch für beide Seiten, so ein Win-Win quasi, Sichtbarkeit für beide Seiten. Und ich war damals begeistert, als ich die Vertonung von dem Gedicht ist tatsächlich auch, die ist in dem Love-Band drin. Als ich die Vertonung gehört habe, mir sind Tränen gelaufen. Ich war fertig von meinen eigenen Worten, also sowas habe ich noch nie erlebt. Und als dann irgendwann klar war, dass ich die Gedichtbände mache, war mir irgendwann klar, ich muss welche vertonen lassen. Ich muss ihn fragen, ob ich ihn buchen kann, ob er mit mir zusammen das Projekt machen möchte und Gedichte vertonen. Das ist Matthias Grimm, der die vertont hat. Und pro Band sind es in den Taschenbüchern 14 Stück mit QR-Code und in den E-Books für die sich erstmal einen Eindruck machen wollen, in den E-Books sind 7 Links. Ich wollte da tatsächlich bewusst auch einen Benefit fürs Taschenbuch erzeugen dadurch. Also, dass auch Taschenbuchleser nicht nur die Druckkosten quasi mehr zahlen, sondern dass sie wirklich auch ein bisschen einen Benefit haben, das Buch in der Hand zu halten. Und deswegen ist in dem Taschenbuch 14 Gedichte vertont drin, genau. Also jeweils, also in jedem Band 14 Vertonungen. Also jetzt mal unter uns, ich halte ja auch sehr gern ein Buch in der Hand. Ja, ich tatsächlich auch. Ich denke es mir nur, also ich verstehe schon tatsächlich auch,
dass in einem E-Book dieselbe Arbeit steckt. Das weiß ich auch, das ist total wichtig. Ich kenne das ja von mir. Das E-Book kostet ja nicht weniger als das Taschenbuch, weil die Kosten sind ja die gleichen. Ich wollte nur einfach, weil ich finde Gedichte, für mich sind gerade Gedichtbände so Sachen, die habe ich mir auch alle als Bücher gekauft. Ich muss die in der Hand halten. Ich muss da, ja, ich bin da irgendwie, ich musste die Worte nicht nur sehen, lesen, fühlen, sondern auch in der Hand haptisch berühren können. Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber sag mal, gibt es bei dir Unterschiede beim Schreiben von Gedichten und Romanen? Weil du schreibst ja auch Romane. Ja, tatsächlich. Also es gibt auch tatsächlich Unterschiede. Ich kann meist in sehr hochemotionalen Phasen keine Romane schreiben, weil ich bin viel zu tief in dem Gefühl drin. Und dann schreibe ich Gedichte, weil ich dann versuche, dieses Gefühl wie so aus mir rauszuschreiben. Also ich versuche das irgendwie, mich zu sortieren, indem ich Gedichte schreibe. Das merke ich auch jetzt gerade wieder. Gerade entstehen auch wieder ultra viele Gedichte, weil in meinem Leben total viel los ist. Und daher wäre ich überhaupt nicht sortiert genug, um Romane zu schreiben. Weil ein Roman ist für mich, der basiert auf einer Aussage. Also ich möchte gern irgendwas mitgeben. Also meine Romane haben meistens irgendeine Nachricht, um die herum ich dann den Roman aufbaue. Aber ich habe meistens irgendeine Kernmessage, die ich quasi den Lesenden nahe bringen möchte. Und darum entsteht dann die Geschichte. Und da muss ich deutlich sortierter und aufgeräumter sein als bei Gedichten. Weil bei Gedichten, da ist halt das Gefühl, was gerade da ist, ist da. Und das will in Worte. Und dann ist es ein Gedicht. Also können wir uns bald auf was Neues von dir freuen? Ja, also es kommt tatsächlich als nächstes zuerst ein Gedichtband wieder raus, bevor ein Roman entsteht, ja. Auch wenn ich schon ganz viele Plots im Kopf habe, ist tatsächlich gerade Gedichte, ja, sind gerade quasi wie Schreibmaschine, setzen, schreiben, fertig, raus, nächstes, setzen, schreiben. Ja, genau, da arbeite ich gerade dran, weil ich gesagt habe, ich möchte sie nicht nur auf meinem Computer, auf meinem Handy, in meinen Notizbüchern lassen, sondern da plane ich gerade einen kleinen Gedichtband. Also damit ich mich jetzt noch mehr freue, machst du gleich mal weiter mit Buch 2. Gerne. Also auch bei Band 2, Herz erlebt Love, würde ich gerne den Klappentext vorlesen. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Bewerte Gefühle nie für das, was sie sind. Selbst die Liebe hat mehr als nur eine Facette. Traust du dich, genauer hinzusehen und zu lieben? Genau, und dieses Buch ist auch in Kapitel unterteilt. Und es ist so ein bisschen, ich habe versucht, so ein bisschen ich nenne es mal übertrieben dargestellt, Liebesverlauf da abzubilden. Und deswegen fangen wir mal an mit Freundschaft und Liebe, Kapitel 1. Wenn ein Mensch deine Seele berührt, ist es egal, ob es aus Liebe oder Freundschaft geschieht, denn die Magie liegt in der Berührung selbst. Herzmenschen sind Menschen, die ich dafür liebe, welche Menschen sie aus mir machen, weil sie mir Ruhe und Wärme bringen und mein Herz nicht aus dem Takt. Freunde, ich sehe dich lachen, doch werfe ich einen Blick in deine Augen, leuchtet ein Funke auf, gut versteckt, kaum wahrnehmbar. Und öffne das Tor zu deiner Seele. Ich werde dich halten, wenn du fällst. Ja, der nächste Titel hat auch eine Spielerei, die ich in den beiden Büchern öfter mal gemacht habe. Da steht verrückt. Dann habe ich das rückt durchgestrichen und liebt hinten dran geschrieben. Also da steht dann quasi als Titel jetzt verliebt. Und das verrückt kann man aber auch noch lesen, das vorher da stand, so als wäre es ausgebessert worden quasi. Das taucht auch vor allem in den Titeln öfter mal auf. Also wie gesagt, die Bücher muss man eigentlich fast in der Hand halten, um so diese ganzen Wortspielereien, ich liebe einfach Wortspielereien, erlebt zu haben. Es ist verrückt und trotzdem wahr. Ich kann es wenden, wie ich will. Spätestens jetzt wurde es mir klar und die Gedanken schweigen still. Mein Herz schlägt schnell und aufgeregt, pumpt Wärme durch die Adern. Ein Lächeln, das sich aufgelegt, beendet all das Hadern. Denn schließe ich meine Augen und höre in mich hinein, begreife ich, es bist du, du allein. Nur durch deine Worte lässt du mich glücklich sein. Kapitel 2. Liebe und Gift. Gift, Englisch, Geschenk. Gift,
Deutsch toxische Substanz. Liebe, die nur aufgrund eines bestimmten Verhaltens geschenkt wird, ist keine Liebe, sondern Manipulation und damit Gift. Und wenn du ganz tief in dich hineinhorchst, spürst du das bis in die Tiefen deiner Seele, denn sie ist die einzige, die dich niemals belügt. Vielleicht. Es ist dieses Vielleicht, das mich verstummen lässt, das meinem Ja die Stimme raubt, das mir einen Hoffnungsschimmer rest, an den mein Herz zu gerne glaubt, auf silbernem Tablett vor Augen hält, dass ich mein Nein nicht sagen kann, weil es in Frage stellt, was könnte sein, in Zukunft, irgendwann. Doch sehe ich genauer hin, schimmert dort ein Dolch im Licht, beweist mir, dass ich selber bin, die letztendlich mein Herz mir bricht. Und so ergibt vielleicht viel Sinn, als Wort, das frei von Schuld dich spricht. Abgeschminkt. Und plötzlich ist sie nicht mehr da, die Idee, was wir mal waren. Lautlos, mit dem nächsten Wimpernschlag zerbröselt sie, wie die alte Tusche, die ich schon viel zu lange trage, aus Schutz vor dem, was nun passiert. Der Schein zerbricht. Und mit der Illusion erlischt das Licht. Kapitel 3 hat auch wieder so eine Wortspielerei im Titel. Da steht Liebe und Kummer. Und dann ist das und durchgestrichen und ein S daraus gemacht, also Liebeskummer. Mein Herz liegt wie ein Stein in meinem Magen, seit du dich in einen verwandelt hast. Was war? Auch eine kleine Spielerei im Titel, weil da ist noch ein H dazwischen. Also es ist entweder was war oder was war. Von 0 auf 100 und zurück. Mein Herz erschöpft, es fehlt ein Stück. Ich lege alles vor mir dar, um zu verstehen, was das war. Alles nur Gedankenkraft? Gefühle, die ich selbst erschafft? Die Worte stehen, nichts als Hüllen? Mit meinen Gedanken, die sie füllten? Wie kann ich ihnen noch vertrauen, wenn sie mir solche Lügen bauen? Wie soll ich jemals widerstehen und zuversichtlich weitergehen, wenn alles, was ich je erreicht, einem Verrat an meiner Seele gleicht? Verstummt. Womöglich sind wir wie ein Sturm, beide durch uns hindurchgefegt. Und was am Seidenfaden hing, wurde so lang gerüttelt und bewegt, bis es krachend zu Boden fiel, als Mahnmal vor uns dargelegt. Jetzt stehen wir so nah beisammen, getrennt und doch am gleichen Punkt. Jeder Schritt birgt großen Schmerz, und so verharren wir verstummt. Inmitten nichts, was übrig bleibt, nur kalter Wind auf Scherbengrund. Und jeder ganz für sich allein. Das nächste Kapitel trägt den Titel Loslassen. Manche Menschen sind eine Weile der Bauchnabel unserer Welt, bis wir gewachsen und erwachsen sind und es Zeit wird, das Piercing rauszunehmen. Endlich frei. Das ist auch wieder ein Gedicht, das es schon vertont gibt und ich es jetzt trotzdem sehr gerne mit meinen eigenen Worten lese. Du baust mir einen Käfig, ich spreng die Ketten und bin frei. Du verbietest mir den Mund, ich reiß ihn auf und schrei. Du willst mich nach dir formen, ich verbiege mich nicht mehr. Du warst in meinem Kopf, jetzt ist es dort so herrlich leer. Ich pack dein Gift zusammen, geb es zurück zu dir. Denn das hier ist mein Leben und es gehört nur mir. Hauptgewinn. Wie leicht mir von den Lippen geht, dass du bist so wundervoll. Doch wenn ich vor dem Spiegel stehe, das ich, finde ich nicht so toll. Ich kenne meine Schwächen gut, viel besser noch als deine. Wieso aber mache ich dir Mut und hadere mit meinen? Dich kann ich lieben, wie du bist, selbst wenn du mich verletzt. Es kann nicht bleiben, wie es ist. Ich habe das unterschätzt. Wie sehr ich mich in dir verliere, in der Hoffnung, dass es reicht. Bis ich mich selbst schon nicht mehr spüre. Bis alle Kraft aus mir entweicht. So gerne möchte ich dir genügen, dabei genüge ich nicht mal mir. Ich höre auf, mich zu belügen und kehre vor meiner eigenen Tür. Ich mach sie auf und lass dich gehen, in Dankbarkeit für das, was war. Denn durch dich konnte ich verstehen, das Glück ist auch für mich spürbar. Ich will es finden, in mir drin. Nicht länger der Trostpreis sein, sondern ab jetzt ein Hauptgewinn. Das nächste Kapitel heißt Abschied.
Manchmal ist es besser, Lebewohl zu sagen, statt zusammen in verschiedene Richtungen zu gehen. Denn dann gibt es immer etwas, das zerreißt. Im schlimmsten Fall ein Herz. Oder zwei. Bye. Manchmal ist ein Abschied alles, was noch bleibt. Egal, wie groß die Liebe ist. Weil sie keine Wunden heilt, deren Schmerz so tief verwurzelt ist, dass er alles, was darüber wächst, zerfrisst. Manchmal ist es ein Lebwohl auf Zeit, während die tiefen Schnitte heilen. Und manchmal ein Lebwohl, das bleibt. Ehrlich. Auf dem Weg zu mir gehe ich weg von dir. Wusste ich schon immer, dass das passieren? Ich habe mich verloren, verbogen, um da sein zu können, um da sein zu dürfen, für uns. Nur wurde ich damit weder dir noch mir gerecht, denn im Kampf um den richtigen Schritt wankte plötzlich der Boden mit und nichts gab mir mehr Halt. Nicht mal ich selbst. So bleibt zerstört nur das zurück, was ehrlich war und echt. Mein Herz, das voller Liebe schlägt, für dich. Unendlich, ganz allmählich, auch für mich. Sehnsüchtig heißt das nächste Kapitel. Und auch wenn dein Herz sich nach seinem fehlenden Teil sehnt, gibt es nur eine und einen, der dies ersetzen kann. Du selbst. Geliebt, ich schließe meine Augen, wünsche mich in deine Arme, die mich umschließen, die mich halten, eng an deinen Körper pressen, wo ich mich verlieren kann, in deiner Nähe, Sicherheit und Wärme. Ich öffne meine Augen. Du bist nicht hier, warst es nie. Und doch bist du mir so nah wie niemand sonst. Und auch hier hat das letzte Kapitel wieder etwas Positives, deswegen heißt es auch Neuanfang. Und der Text dazu ist, alles, was uns unendlich tief fühlen lässt, birgt die Chance, ein Urknall zu werden für ein völlig neues Ich. Da habe ich ebenfalls wieder zwei Texte mitgebracht. Der erste heißt Aufbruch. Du warst der Einzige, der mich brechen konnte, denn bei dir funktionierte mein Schutzwall nicht. Und du brachst mich in Abermillionen Teile, bis nichts mehr von dem übrig blieb, was ich mal war. Zum Glück. Denn nun sehe ich mich, mein tiefstes Inneres, meinen Kern, zum ersten Mal mit eigenen Augen. Und ich fühle, das wird gut. Und der letzte Text heißt Herzenskraft. Eine kleine Ode an unser Herz. Genau, die, glaube ich, das wirklich sehr gut abschließt, die Lesung jetzt sehr gut abschließt aus dem zweiten Teil. Liebes Herz, verschließe dich für alle, die dich treten, denn wem du wirklich wichtig bist, der bleibt in deinem Leben. Liebes Herz, ich verspreche dir, du kannst immer auf mich zählen und ich versuche jederzeit, den für dich richtigen Weg zu wählen. Liebes Herz, bleibe dir treu. Und glaube weiter an das Gute, denn ich werde dich stets verbinden, auch wenn du mal blutest. Stille. Ja, Stille, tatsächlich. Ich dachte, es wäre so ein schöner Abschlusstext, so eine kleine Ode an unser Herz und dass es sich doch auch lohnt, durch den Schmerz zu gehen, weil man immer wieder ein bisschen stärker wieder rauskommt. Das stimmt. Ja, ich muss erst mal durchatmen. Tatsächlich. Hast mich komplett mitgenommen. Ja, prinzipiell was Gutes. Ja, total. Ich danke dir. Es war, ja, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Also daher lasse ich dich jetzt einfach weiterreden. Und zwar erzähl doch mal so ein bisschen was über die Entstehung. Also wie kam es zu den beiden Büchern? Also tatsächlich sind die hauptsächlich deswegen entstanden, weil ich ja, wie gesagt, diesen alten Instagram-Account hatte und den habe ich aus privaten Gründen aufgegeben. Und da waren aber so viele Texte, die mir so am Herz lagen, wo ich mir dachte, die jetzt für immer verschwinden zu sehen, tat mir so unendlich weh. Und ich meine, ich hatte die ja alle noch auf meinem Handy in der Notiz-App, in Notizbüchern, also da, wo ich es halt jeweils immer hingekritzelt hatte.
Und hatte natürlich auch die Bilder, die ich dann für Instagram immer vorbereitet hatte. Die Bilder waren natürlich auch noch irgendwo auf meinem Handy, weil das sind ja nicht ganz weg. Und dann irgendwann hatte ich tatsächlich ein Notizbuch in der Hand. Das hatte mir damals Justine Pust mitgeschickt in einer Buch. Also ich hatte ein Buch bestellt bei ihr und das hat sie halt mitgeschickt gehabt. Und ich hatte das in der Hand und dachte mir, ich könnte da die Gedichte einkleben, weil das war halt so quadratisch und die Insta-Posts sind ja auch quadratisch. Ja, und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und dachte mir, Moment, warum willst du die einkleben? Mach doch einfach ein Buch daraus. Also ja, so ist es irgendwie entstanden, dass ich dann dachte, okay, gut, jetzt ein Buch. Dann habe ich die Texte gesammelt und dann dachte ich mir, okay, gut, ein Doppelband. Ja, weil du hast ganz schön viel geschrieben im letzten Jahr, dachte ich mir dann so. Ja. Und dann habe ich die halt, genau, erstmal gesammelt, geguckt, welche Themen. Also weil wenn ich schreibe, dann denke ich ja nicht über Themen nach. Deswegen habe ich die Texte dann erstmal irgendwelchen Themen zugeordnet und geguckt, wie ich da vielleicht eine Geschichte dann reinkriege. Erstmal in ein Buch, als es dann zwei wurden, dann wie ich die Geschichten jetzt auf zwei Bücher sinnvoll aufteile. Ja, und dann ist mir tatsächlich auch noch mein Gedichtebuch von meiner Teenagerzeit in die Hand gefallen. Und selbst davon sind jetzt tatsächlich auch ein paar drin. Also die Uraltgedichte quasi sind auch mit rein, durften ein paar auch mit rein. Und das war irgendwie so ein bisschen wie Schätze finden. Als ich die Gedichte durchgelesen habe, dachte ich mir so, krass, sowas habe ich geschrieben. Also natürlich nicht alle, ich meine, ich war da 16, ja, bei manchen Gedichten dachte ich mir auch, okay, liest man schon, dass du 16 warst. Das ist ja aber, glaube ich, normal. Aber bei anderen dachte ich mir, krass, das hast du mit 16 geschrieben. Ja, war schon irgendwie verrückt, ja. Es ist toll, dass du die wiedergefunden hast und jetzt auch veröffentlicht hast. Ja gut, ich wusste ja schon immer, wo sie sind. Ich habe dann nur, also die sind tatsächlich eingeklebt, die sind wirklich eingeklebt in ein Notizbuch, so wie ich es mit den anderen vorhatte. So hatte ich die damals schon immer, das ist so ein Buch, das bei mir im Regal steht, hoch und heilig, aber man holt es halt so selten raus. Also ich weiß, sie sind da, es steht da, ja und es steht da, ja. Ich lese so selten meine eigenen Worte, muss ich gestehen. Ja, ja, aber trotzdem schön. Schreibst du Widmungen in deine Bücher? Also ich schreibe tatsächlich, ich überlege mir für jedes Buch, das ich schreibe, eine handschriftliche Widmung für diejenigen, die dann ein signiertes Buch bei mir bestellen. Die handschriftlichen Widmungen sind tatsächlich auch immer ein bisschen längere Texte. Also es ist der meist, bisher waren es, glaube ich, immer Gedichte, also so kleine Gedichte nochmal, die ich dann geschrieben habe, auf das Buch bezogen. Das war jetzt sowohl in den Gedichtbänden so, als auch bei meinem Roman steht vorne tatsächlich auch ein kleines Gedicht drin, bei allen, die halt ein signiertes Buch haben wollten. Und in meinem Roman steht aber auch eine feste Widmung drin. Genau, also so ein Satz, der halt, ja, wie halt diese Widmungsseite, die ist auch bei meinen Gedichtbänden leer und in meinem Roman steht aber was drin. Und das war da auf keine bestimmte Person bezogen. Genau, und ich kann ein bisschen spoilern, in meinem neuen Buch, mein neues Buch ist tatsächlich einer bestimmten Person gewidmet. Oh, aber das verrätst du jetzt nicht. Das verrätst du dann, wenn es soweit ist. Nein, das verrate ich jetzt nicht. Nee, nur so die Entwicklung der Widmung quasi so. Das muss irgendwie zum Buch passen. Also es war jetzt so auf die Frage so, ich finde manche Bücher, die sind dann für so mehrere Menschen. Also du merkst einfach, dieses Buch ist für mehrere Menschen. Da muss dann auch so eine allgemeine Widmung rein. Und manche Bücher sind so, das ist dann für einen Menschen einfach. Ja. 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 Das macht neugierig. So. Wo kaufst du deine Bücher? Also mittlerweile kaufe ich meine Bücher fast nur noch bei den Autorinnen und Autoren selbst. Also seit ich Instagram habe, ist das echt ganz schlimm. Also ich kaufe fast nur noch signierte Bücher, weil mir das so viel wert ist, einfach auch in den Kontakt zu gehen. Und dann die Autorinnen und Autoren persönlich zu unterstützen. Die meisten frage ich dann, ob es irgendwie möglich ist, eine signierte Ausgabe oder ob sie mir das schicken würden. Und manche haben ja auch Online-Shops. Und wo es auch hin und wieder signierte Bücher gibt, ist bei der Buchhandlung Graf. Mit denen habe ich ja auch schon eine Signieraktion gemacht. Da bestelle ich auch gerne signierte Bücher. Ich liebe einfach signierte Bücher. Also ich meine, du weißt, deine Bücher stehen auch bei mir signiert im Schrank. Ja, ich liebe ich erinnere es einfach. Mich. Ja, ich finde es einfach so schön und so persönlich, so
auf Buchmessen kaufe ich übrigens auch Bücher, genau. Da gibt es nämlich auch signierte Bücher und da sieht man auch den Menschen hinter den Büchern und ich finde es so schön. Also ich kaufe tatsächlich hauptsächlich Bücher wegen der Menschen. Nicht alle, die meisten, aber die ich im Schrank stehen habe, kaufe ich tatsächlich meistens wegen den Menschen dahinter. Genau. Und Bücher, so andere Bücher lese ich dann meist als E-Books oder so. Also da habe ich Kindle Unlimited zum Beispiel und da lese ich ganz viele E-Books, lese ich dann darüber. Aber so Herzensbücher von Herzensmenschen müssen handfest in meinem Schrank und dann am besten mit Signatur, bitte. Oh, danke. Ich fühle mich jetzt total geehrt. Dankeschön. Was macht für dich ein wirklich gutes Buch aus? Also, das finde ich echt eine gute Frage. Ein gutes Buch. Ich glaube, für mich ist ein gutes Buch tatsächlich eins, was im Kopf bleibt oder auch im Herz. Also eins, was man zuschlägt und sich dann denkt, so wie du sagst, da herrscht erstmal Stille. Also jetzt erstmal, ich muss jetzt erstmal kurz verarbeiten, was ich gerade gelesen habe. Und wenn man dann am nächsten Tag aufwacht und immer noch an das Buch denkt, es gibt so wenige Bücher, die das bei mir geschafft haben. Das ist dann, manche haben das jahrelang geschafft, an die denke ich immer noch. Und sowas finde ich echt toll. Oder auch wenn du, es muss ja auch nicht immer das Wärmen, also ich finde das dann immer schon wieder fast schon übertrieben und dann haben alle Autorinnen und Autoren, oh mein Gott, ich muss so ein Buch. Und nee, ich finde auch Bücher tatsächlich gut, die während des Lesens, wo du so merkst, oh Moment, da steht was zwischen den Zeilen. Oder die so ein bisschen den Kopf mitnehmen. Also wenn dann so versteckte Hinweise irgendwo sind und die dann am Ende aufgedeckt werden oder halt die so ein Spinnennetz im Untergrund spinnen quasi. Weißt du, wie ich meine? So Hinweise und das finde ich total spannend. Sowas liebe ich einfach, wenn mein Kopf da ein bisschen mitdenken darf. Ja, die sind wirklich mega, diese Bücher, ne? Ja, also ich stehe da total. Also ich muss gestehen, es gibt auch Tage, da kann ich die nicht lesen. Es gibt auch Tage, ja, da brauche ich ein bisschen, ich sage jetzt mal, seichte Lektüre. Wobei ich da tatsächlich dann gerne halt mal ein Hörbuch höre. Hörbücher mittlerweile, muss ich gestehen, habe ich jetzt tatsächlich hingefunden. Das hat sehr lange gebraucht. Auch ein bisschen durch deinen Podcast, ja, darfst du auf die Schulter klopfen, ist tatsächlich so. Weil ich da auch von Maike die Lesung gehört hatte und mir dann dachte, ja, eigentlich ist schon cool, so auch mal ein Buch vorgelesen zu bekommen. Und ja, so bin ich dann ein bisschen so in Hörbücher gegangen. Hängt sehr vom Sprecher und von der Sprecherin ab. Bei mir einfach, ich habe mal ein Buch gehört, da bin ich fast immer eingeschlafen, weil der männliche Sprecher einfach so arrogant, also es war richtig, also der Prota war arrogant. Und der hat es halt Bombe gesprochen, aber in meinem Kopf hat halt ausgeschalten. So, okay, arrogantes Geschnösel brauche ich nicht hören. Da habe ich ja nicht ausgestiegen. Und eigentlich war es so gut. Ich habe mich echt durchgekämpft dann auch. Ich sage, okay, das darf ich nicht hören, wenn ich müde bin, weil dann schlafe ich ein. Da höre ich dann auch gern sowas. Und das mag ich mittlerweile sehr, so Hörbücher, wenn ich mal nicht gerade zu krass nachdenken kann. Ja. Ja, Hörbücher sind was Schönes. Übrigens, nur so nebenbei, ja, bevor ich ein Hörbuch kaufe, höre ich immer rein, ob die Stimme mir zusagt. Ja, es ist ja auch ganz wichtig. Also das mache ich ja auch. Also das ist wirklich wichtig, weil da gibt's, ja, das ist sowieso so subjektiv. Manche finden die eine Stimme dann ganz, ganz spannend und oder ganz angenehm. Andere finden die dann überhaupt nicht gut. Die einen mögen es ein bisschen mehr theatralisch, die anderen sagen, oh bitte, möglichst mehr wie bei einer richtigen Lesung. Also, das heißt richtige Lesung, Autoren bringen ja auch schon Gefühle rein. Ich meinte jetzt aber mehr so eine Stimme, jetzt ohne diesen klassischen Sprecherwechsel, das, was ja Sprecher gut können, so mehrere Personen reden. Das ist ja ganz unterschiedlich, wer da was mag. Also bei mir hängt es auch stark vom Buch ab, was ich da mag dann. Mhm. Ja. Oder was man auch machen kann, man kann seinem Lieblingssprecher folgen und mal schauen, was er als nächstes rausbringt. Oh, das ist ein guter Tipp. Ja, das mache ich tatsächlich. Ich habe so eine Handvoll Lieblingssprecher, es sind wirklich ganz, ganz wenige. Und dann schaue ich immer mal nach, was machen sie gerade, was sprechen sie gerade ein. Dann gucke ich mal, worum geht es in dem Buch und dann weiß ich, okay, toll. Tolles Buch, tolles Thema und der perfekte Sprecher, Sprecherin. Echt ein guter Tipp. Musst du mal ausprobieren. Ja, mache ich auf jeden Fall. Das ist echt, ja, bin gerade etwas, also hätte ich die Welt neu entdeckt. Ja, gerne.
Wo finden wir dich denn bei Social Media? Also mein Haupt-Online-Sein ist tatsächlich auf Instagram. Unter jana.zwelusch ist da mein Account. Und ja, da sind halt mal dann ein paar Schnipsel aus dem Roman drin jetzt, wo wir es gerade von Hörbuch hatten. Mein Roman hatte jetzt ja auch ein Hörbuch gekriegt, da habe ich dann auch ein paar Hörschnipsel gepostet, weil, wie du so schön sagtest, die Stimme musste ja zusagen oder halt nicht. Und das ist schon wichtig, dass die Leute dann wissen, hey, so klingt das. Gedichte poste ich da tatsächlich auch. Bisschen Autorinnen, Alltag. Das eher in den Stories, manchmal auch als Post, also dass man es dann jederzeit nachlesen kann. Ist ein bisschen unterschiedlich, genau. Ansonsten, Facebook ist Jana Zwelusch Autorin. Das wird quasi simultan befüllt mit den Instagram-Inhalten. Das kann man ja quasi einfach rüberschicken. Und ja, aber wenn man mich halt erreichen will, wäre es tatsächlich besser, Instagram mich anzuschreiben, weil ich da einfach öfter online bin. Genau. Und sonst eine Website habe ich auch, janaswelusch.de. Da ist halt ein bisschen mehr noch zu den Büchern drin. Da sind, ja gut, tatsächlich auch mehr zum Roman jetzt drin. Die Gedichtbände findet man da auch. Die haben da auch einen eigenen Platz und man findet die Links, wo man die kaufen kann. Und ja, so ein bisschen, da ist mehr tatsächlich Buchinhalt, also so gezielter Buchinhalt. Also wer gezielt nach Büchern schauen will, da ist die Website übersichtlicher. Und wer mehr so ein bisschen mit live dabei sein will, da ist Instagram dann halt die bessere Wahl vermutlich, ja. Wo kann ich und auch die anderen deine beiden Bücher kaufen? Also die Bücher selbst, die gibt's bei BOD und damit überall, wo es halt Bücher gibt. Also man kann die auch in der Buchhandlung, in seiner Lieblingsbuchhandlung geht hin mit den ISBNs und sagt, hier, bestellt mir das bitte. Oder bei manchen kann man das ja auch online tatsächlich bestellen lassen. Die E-Books gibt's aktuell nur bei Amazon, weil ich da halt Kindle Unlimited möglich machen wollte, dass alle so ein bisschen reinschnuppern können, die reinschnuppern wollen. Und ja, ich empfehle tatsächlich die Taschenbücher, weil sie sind so schön. Ja, bei Gedichten empfehle ich das von jedem. Kauft Gedichtbände als Taschenbücher. Das ist so schön, einfach sie zu halten und zu kuscheln. Und ja. Das kann ich auch nur empfehlen, vor allen Dingen, weil auch von beiden Büchern die Cover echt mega sind. Es kommt einfach als Taschenbuch besser rüber als E-Book. Ja, die Cover, das ist so schockverliebt. Die hat Sabine von Inspirited Books gemacht und ich liebe sie. Ja, man muss sie eigentlich streicheln. Ja, sie sind, ich bin immer noch auch ganz verliebt. Und da ist sie ja nicht selbst gemacht, da ist das nicht mein Eigenlob, weil sie wurden mir ja gemacht und sie sind so schön. Ja, ich mag sie. Das war die beste Wahl, diese Cover. Ich mag sie sehr. Ja, da gebe ich dir recht. Und ich finde es immer so schön, wenn andere das auch so sehen. Also wenn nicht nur ich in meinem kleinen Autorinnen-Kosmos dann denke, oh, hast du schöne Covers, sondern tatsächlich auch andere zu mir sagen, ja, die Cover sehen wirklich gut aus, weil das ist ja auch dann ein Lob für die Coverdesignerin und dass die Bücher dann auch ankommen. Also es freut mich wirklich immer von Herzen, wenn ich Lesende so ein Gesamtpaket bieten kann, weil das ist eigentlich, was ich möchte. Also ich möchte schon wertige Bücher auch produzieren, also selbst den Lesenden wertige Bücher liefern, die dann halt so ein Gesamtpaket sind. Deswegen waren mir auch zum Beispiel die Vertonungen so ein kleines, als kleiner Bonus, als kleines mal was Neues, war mir eigentlich auch schon ein Anliegen. Und das war es mir auch einfach wert, dann tatsächlich das da reinzustecken, ja. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Das ist gerade bei Poesie eine sehr schöne Frage, weil ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wieder mehr Poesie gelesen wird. Und ich glaube tatsächlich, dass die leider so seit der Schulzeit in so einer Schublade steckt. Ich erinnere mich ja selbst an meine Schulzeit und ich dachte mir auch, oh mein Gott, woher soll ich denn wissen, was der oder die damals dachte, als der oder die diese Zeilen geschrieben hat. Ja, also ich verstehe wirklich jeden, der sich denkt, oh Gott, Poesie, Gedichte, Analyse. Nein, nichts analysieren. Gedichte einfach nur lesen oder hören und fühlen. Und dabei kommt es dann nicht drauf an, was ich oder irgendjemand, der die geschrieben hat, dabei gefühlt hat, sondern es kommt darauf an, was ihr dabei fühlt, nicht was ich fühle.
sondern Gedichte sind für die Lesenden da und Gedichte sind für Gefühle da und da ist kein Gefühl falsch und da gibt es kein richtig und falsch, sondern da gibt es einfach nur ein Lesen und Erleben und Erfühlen. Wir sind leider schon am Ende, Jana. Schade, ich hätte jetzt noch ewig zuhören können. Aber ich fand es total schön. Ich fand es auch schön. Hat Spaß gemacht. Ich war voll aufgeregt und ich bin dir so dankbar und es hat echt so mega viel Spaß gemacht. Ja. Also ich danke dir sehr, dass ich wiederkommen durfte. Du darfst immer wiederkommen. Ich würde mich sehr freuen drüber, weil es macht einfach Spaß mit dir. Ich höre dir gerne zu und heute war wirklich sehr, also es war alles irgendwie drin, ne? Also es waren alle Emotionen irgendwie, fand ich. Also was du so gelesen hast. Ja, das wäre gut, wenn mir das gelungen ist. Ja. Ja, und dann fand ich das gut. Wenn mir das gelungen ist, finde ich es wirklich, dann bin ich gerade sehr froh, weil die Auswahl war schon auch sehr schwer. Ich habe versucht, tatsächlich einen guten Eindruck von beiden Büchern rüberzubringen und so die breite Bandbreite, du weißt, was ich meine, die Bandbreite der beiden Bücher quasi abzubilden, ja. Ist dir gelungen? Ist dir auf jeden Fall gelungen und ja, ich freue mich schon, wenn ich deine Bücher endlich auch in meinen Händen habe und nicht nur auf irgendeiner Buchmesse vor den Büchern stehe und sie angucke, sondern auch selber mal in der Hand habe. Und ja, daher erstmal ja, großes Dankeschön, dass du heute mein Gast warst. Ich bin noch ein bisschen sprachlos. Ich arbeite noch mein Kopf. Also, Jana, vielen, vielen Dank und ich hoffe, bis bald und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich dir auch. Und wie gesagt, vielen Dank, dass du mich auch ermutigt hast zu kommen und es hat echt viel Spaß gemacht. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.